Die Kreisstraße Rot 10 zwischen Rümsting und Natzing entlang des Langbürgner Sees wurde in der Vergangenheit immer wieder zu Schauplätzen schlimmer Unfälle. Wir sind mit Anrainer Hans-Fritz aus Stetten die Strecke abgefahren, um die Gefahrenlage einschätzen zu können. So, jetzt fahren wir da runter, jetzt fahren wir mit 60 durch Stetten. Genau mit 60 fahren wir jetzt durch. Ist ja eh schon nicht langsam, ne? Dann kommen hier diese Kurvenschilder, die sind ganz oft auf der Strecke, weil es natürlich viel scharfe Kurven gibt. So, da ist 60 wieder auf. Oh. Da die Kirche über die Straße, oben an der Kuppel. Da kommen wieder Kurvenschilder. Also, es ist wie ein Computerspur im Endeffekt. Ja. Man merkt es, so, jetzt kommt hier das Schild Fußgängerkreuzen. Die nächsten 800 Meter. Ja, weil das die haben, die am See dann haben. Genau. Und da rechts haben wir auch schon die ersten Parkbuchten. Natürlich nur teilweise jetzt da auf Grund vom Landratsamt sind, die sind ja teilweise auf mein Grund. Ja. Dann kommt die nächste Kurve und da sieht man, die ist abschüssig, die Kurve, und hängt nach außen. Mhm. Und da ist der erste Unfall passiert. Da sieht man auch, wo die Leitplanken repariert ist. Mhm. Da ist das Auto reingerannt. Da unten ist der Hubschrauber zweimal gelandet. Ja. Und da sind überall Parkverbotsschilder, weil teilweise die Autos auch auf der Straße geparkt haben. Mhm. Weil so eine Nachfrage da ist. Da wieder Fußgänger kreuzt. Mhm. Aber und jetzt hier Ölspur wegen dem Unfall. Ja, das ist genau. Ne? Und da fahren wieder Kurvenschilder, geht es wieder in eine steile Kurve rein. Bodenschilder, ne? Weil das echte Problem ist da. Dem Mazda X5 sind immer 5, 6, die sind dreimal am Tag sind die durchgefahren. Mhm. In beide Richtungen. Die haben da gar nirgends hin müssen, die haben das einfach nur genutzt. So, ich fahre jetzt, das scheint jetzt schnell aus, aber ich fahre jetzt 70. Ja. Also an 100 ist da sowieso nicht zu denken. Ja. No. Darum war 70 jetzt überhaupt kein Problem. Ne. Da ist jetzt der Unfall. Das ist jetzt die Unfallstelle. Diese Rechtskurve. Da rechts an der Bucht vorbei. Da ist jetzt mal eine andere Leitplanken. Warum weiß ich nicht. Rechts ist Holz, links ist Stahl. Dann geht es links wieder mit Holz weiter. Jetzt kommt diese Kurven, wo dieser andere LKW mal da aufgerinnt ist. Der ist da echt. Ah, ich lasse mal nicht vorbei. Der ist da wusch, ist der dann aufgerinnt. Umkippt und hat seine Ladung verloren. Das waren alles Schlachtabfälle und Essensreste und so Zeug. So, und jetzt ist diese schöne Gerade da, da wo dann die alle durchstarten sollen. Zurückschalten und es ist Jahrhundert. Ja, und dann kommt diese Bodenwelle und da hebt es dann immer raus und dann kommt da diese doch krasse Linkskurve. Ne? Und da schießen sie dann immer gerade aus. Das passiert zwei, drei Mal im Jahr. Ich habe da mal beantragt, dass da Leitplanken hinkommen. Dann hat die Polizei gesagt, Leitplanken ist viel zu gefährlich an der Stelle, weil die werden ja dann zurückgeschleudert. Mhm. So, und dann ist 60. Mhm. Das, also wir fahren jetzt gerade 40, 50, aber das ist natürlich jetzt, wenn meine Kinder da rechts raus müssen, das ist viel zu gefährlich. Klar.